Unsere Studierenden von Wirtschaftspsychologie interessieren sich sehr für Unternehmenskultur. Sie haben aber viele Fragen dazu, zu dieser Unternehmenskultur. Die erste Frage, die ich immer wieder höre im Unterricht, ist Kultur wichtig für den Erfolg von einem Unternehmen? Also selbstverständlich sind innovative Produkte, Technologien, Kostenführerschaft und globale Präsenz genauso wichtig für einen Unternehmenserfolg. Aber am Schluss sind es Mitarbeiter, die den Unterschied machen. Mitarbeiter, wo die Produkte verkaufen, die Produkte entwickeln, die Produkte produzieren und profitabel halten. Und das ganze Thema Mitarbeiter, sind wir überzeugt, holen wir ab über Unternehmenskultur. Mhm. Was ist denn Unternehmenskultur und vor allem, was ist eine gute Unternehmenskultur? Also zuerst möchte ich mal klar sagen, dass Unternehmenskultur kein Soft-Faktor ist, ein Nice-to-have, etwas Warmes und Kuscheliges und wir haben es alle schön miteinander und Hugging and Kissing on the Shop Floor. Das ist nicht Unternehmenskultur. Wir nennen sie bei Autoneum High Performance Culture. Das ist eine sehr disziplinierte, gelebte Kultur mit klaren Zielvorgaben, mit klar messbaren Zielen, die wir erreichen wollen. Und wir sind einfach überzeugt, dass nur das Vorgehen von strategischen Prioritäten nicht ausreicht, wenn wir ihnen nicht sagen, wie wir die erreichen wollen, wie kommunizieren wir miteinander im Unternehmen, wie erreichen wir die Ziele, was ist wichtig bei uns. Also erstens ist Unternehmenskultur kein Soft-Factor, sondern sehr ein Hard-Factor. Jedem Unternehmen wird irgendwie Kultur gelebt. Also haben wir entschieden, wenn wir als Chefs das Unternehmen führen müssen, wenn dann wir bestimmen, welche Kultur das soll gelebt werden. Das Zweite ist, dass sicher unterschiedlich bei Unternehmungen die Einstiegshürde für einen Konkurrent. Wir produzieren relativ simple Produkte, simple Technologien, wo die Einstiegshürde relativ tief ist. Das heisst, Konkurrenten können relativ schnell und einfach uns kopieren. Was sie aber nicht können kopieren, ist die Kultur, die wir in unserem Unternehmen leben. Die Leidenschaft der Mitarbeiter, das Streben nach Simplicity, nach ständiger Verbesserung, ein globaler Spirit, voneinander lernen. Wir sind in 24 Ländern aktiv, betreiben 50 Werke. Wie können wir sicherstellen, dass sich all die Mitarbeiter, 12'000 Mitarbeiter in all diesen Standorten als Autonom fühlen, obwohl sie sich wahrscheinlich nie werden sehen in ihrer ganzen Karriere, indem wir die gleiche Kultur leben. Sie haben vorhin im Vortrag gesagt, Hugging und Kissing. Nein, Kultur ist kein Soft-Factor. Wie messen Sie denn eine gute Kultur? Also ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben im Rahmen des Turnaround bei Autoneum auch sehr viel Restrukturierung müssen durchführen. Das heisst, Werkschlüsse, Mitarbeiter abbauen. Wir haben uns entschieden, ein Werk in Frankreich in Normandie zu schliessen und die Arbeit zu verlagern in ein anderes bestehendes Werk in Belgien. Wir haben das innerhalb von nur 12 Monaten können durchführen. 12 Monate nach dem Entscheid im Verwaltungsrat in Tunis, 12 Monate später ist das Werk geschlossen gewesen, Mitarbeiter entlassen. Ich habe Mitarbeiter, französische Mitarbeiter gesehen, die ihren belgischen Kollegen angelernt haben, ihren Job beigebracht haben, im Wissen, dass wenn es der Belgier kann, ich als Franzose gehe heim und bin arbeitslos. Das ist ein Beispiel, wo sie ganz messbar eine Kultur sehen. Wir messen Kultur, die gelebte Kultur im Rahmen von unserem Bonussystem. Es ist bonusrelevant bei Autoneum. Sie können theoretisch ein verpasstes, klar messbares Finanzziel wettmachen mit exemplarischem Vorleben von der Wert. Und damit beweisen wir, glaube ich, auch jedem sehr digital denkenden Ingenieur, dass es so ernst ist, dass es kein Soft-Factor ist. Vielleicht noch die letzte Frage zum Themenkreis Kultur. Jetzt haben Sie gesagt, die Kultur, die muss man auch etablieren und die kann dann auch nicht kopiert werden. Wie machen Sie denn das, dass Sie die Kultur im Unternehmen festmachen und bekannt machen, dass die gelebt wird? Plakat und Bildschirmschoner allein lange nicht. Wir haben ein Schulungskonzept eingeführt bei Autoneum, wonach wir zweimal im Jahr zentral in der Schweiz Ausbildungskurs anbieten zum Thema Kultur. Was meinen wir mit der High-Performance-Culture? Was sind die 6 Werte? Was ist die Verbindung von diesen 6 Werten mit unseren 6 strategischen Prioritäten? Also eine Schulung, die zwingend ist. Sie können
nicht befördert werden aus dem Unternehmen, wenn sie nicht einen von diesen beiden Kursen beleidigt haben. Neue Mitarbeiter durchlaufen den Onboarding-Prozess, wo auch Kommunikation von der Wert und Kultur ein Bestandteil ist. Ich will, dass alle unsere Kader nicht nur unsere strategischen Prioritäten kennen, sondern auch können erklären, was uns unterscheidet von der Konkurrenz, wie wir bei Autoneum arbeiten. Mhm. Also die ganze Ausbildung, ich habe Bonusrelevanz erklärt und dann mit ganz konkreten globalen Projekten, sei es ein Social Engagement Award, sei es eine Mitarbeiterbefragung, auch immer wieder beweisen, dass es so ernst ist mit der Unternehmenskultur.